Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Valheim hier auf meinem Kanal. Ihr seht's, ich habe mich hier ein bisschen eingemauert. Denn der Lox ist immer noch am Zähmen, Tamen, whatever. Und ich hoffe, der ist bald fertig. Berries müsste er ja noch genug haben. Und er kriegt immer noch gelbe Sternchen. Er braucht aber rote. Er braucht rote Sternchen. So, vorher mache ich mir mal ganz kurz einen Kaffee auf. Das habe ich nämlich jetzt voll Aufnahme total vergessen. Ne? Und ja, ihr habt richtige Kaffee aufmachen, weil ich einen kalten Latte Macchiato zu dieser warmen Jahreszeit trinke. Deswegen nicht wundern, wenn hier irgendwelche Nebengeräusche kommen. Ich versuche sie zu unterdrücken. Was macht denn die Möwe dort? Ich will, dass der einfach mir gehört. Ich habe mir auch vorgenommen, wir werden eventuell hier oben die Base für uns soweit vorbereiten, weil wir hier eine schöne Ebene haben, wo wir dann auch immer Schwarzmetall farmen können und alles. Da wird das Portal dann da hier hochkommen, die Fressalienfelder kommen hier hoch. Alles sowas, dann können wir hier immer schön die Goblins wegballern. Was liegt denn da hinten, ne? Alter, da liegt überall Holz und die Berries liegen dort. Was liegt hier? Lol. Ach, hier hatte ich ja die Goblins geklatscht. Stimmt. Ja, gut. Da haben wir wieder einmal Schwarzmetall und ein paar Münzen. Ich weiß immer noch nicht, für was die Münzen gut sind. Ob das hier Handelsware ist, dass man da... Weiß ich nicht. Wenn man mehrere Leute ist, die bezahlen kann damit oder nicht. Och nee. Da sind die nächsten Goblins. Okay, das Feuer da drinnen ist aus. Warum auch immer. Ach, jetzt krieg doch endlich mal deine roten Herzchen, dass du mir gehörst. Da könnte man mit dir sogar den Sumpf unsicher machen. Und man hat es gerade ganz schwach gesehen, ja, immer noch gelbe Herzen. Der hat immer noch gelbe Herzchen. Naja, so viel Holz habe ich dann auch nicht mehr. Shit. Weil ich sag mal so, ne? Warum sollte man das hier nicht nutzen? Ne? Hier hat man alles, was man braucht. Ah. Kann jetzt ein Weilchen dauern, bis der mir gehört. Aber er soll mir gehören. Ich will das schöne Tierchen haben. Das macht auch gut Damage. Und wenn das klappt, dann werden wir natürlich auch hier zur Jagdlut gehen und uns dort vorher noch 2-3 tamen. Und natürlich dafür sorgen, dass die dann mit uns gegen den kämpfen, würde ich sagen. So, ich gehe nur die Nacht überspringen. War mir klar, dass du wieder angeschissen kommst. Oh, wer hat
schnell zu meinem Tierchen. Ganz schnell, ganz schnell. Da kann ich mich sogar Darko damit ärgern, wenn er wieder mit dabei ist. Ich werde das... Ach, das ist der Mast vom Boot. Das Tierchen dann so platzieren, dass wenn er rauskommt, ja. Hallo Wolf, gehst du da mal bitte weg? Das Tierchen so platzieren, dass wenn er durchs Portal geht, er denkt, dass er gleich angegriffen wird. Aber dann würde er dagegen kämpfen, denke ich mal. Dann platzieren wir es ein bisschen weiter weg. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Die Ho bleibt erst einmal hier. Wir werden uns wieder ein bisschen Holz mitnehmen. Dass wir schon mal anfangen können, so ein bisschen die Base dort auszubauen und so. No. Also so viel Zeit muss dann auch schon mal sein. Das heißt, ich habe jetzt zwei Projekte. Ich tame den Loks und ich baue ein bisschen an der Base rum. Ja. Und es ist neblig. Du wählst mich. Ich hasse Nebel auf der Ebene. Man sieht einfach gar nichts mehr. Ich weiß, dass der Loks da oben ist. Aber man sieht halt trotzdem einfach gar nichts mehr. Das ist so scheiße. Oh, und das Feuer ist einfach wieder an, obwohl ich nichts gemacht habe. Das ist ja auch nice. Da ist er. Da ist er. Oh. Jetzt ist die Frage, wie bauen wir das hier? Halt schon gern die Ecke hier hinten komplett nutzen wollen. Das hier oben für das Schmelzhaus. Wir müssen ja erstmal die Tore bauen. Was heißt die Tore, die Mauern? Komm mal hier rein mit dir. Na, gehst du ran? Natürlich nicht. Natürlich geht er da nicht ran. So. Du.
Ja, das war ein schöner Leck, weil die Welt gespeichert wurde. Oh, Holz fehlt. Also groß will ich die eigentlich auch nicht bauen. Ich will dann dort das Kultivierungsding hin haben, fertig. Mehr soll da nicht passieren. So. Lass mich durch. Oh, Werkbank fehlt. Schön. Komm ich hier hoch? Ja. Hier könnte man eigentlich noch ein Tor platzieren, wenn wir genügend Holz hätten. Wenn wir genügend Holz hätten... Da ist er. Es ist immer noch so verdammt kacknebelig, das nervt einfach bloß. Das nervt. Sollte vielleicht mal was essen, um wieder mehr Ausdauer zu haben. Hallo? So, die stellt sie noch. Jetzt müsstest du von Alena einstürzen, genau. Wo sind wir stehen geblieben? Hier. Fehlende Voraussetzung, Holz. Und immer noch gelbe Herzchen oder rote? Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Ich habe nicht aufgepasst. Scheiße.
Ich will halt jetzt auch nie einfach sinnlos hinrennen und dann greift er mich an. Das möchte ich ja nun auch nicht. Greifst du mich einfach an? Oh, das sind ja noch mehr. Guckelt das Mist für mich einfach an. Ich glaube, mich hackt's. Ich baue erstmal ganz schnell die Palisade hier zu Ende. Das Einebnen und so weiter, das mache ich dann natürlich alles. Ja. Hallo? Das Einebnen mache ich natürlich dann alles offscreen. Das müsst ihr nicht miterleben. Da. Hier eine Voraussetzung, Holz. Ah ja, und da war noch ein bisschen was. Holz, 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 hier Holz. Und wir haben wieder Berries hier unten. Schön. Holz, 33, ja, das reicht doch jetzt, um das hier voll zu bauen, also fertig die Palisade und so. Das reicht doch locker aus. Sag ich doch, das reicht aus. Nice. Das werden wir nicht abreißen können. Das ja, aber das hier nicht. Nee, das muss man leider so machen. Und da muss ich halt aufpassen, dass ich die Palisade nicht erwische. Ich nicht erwischt habe. Sehr schön. So, jetzt ganz leise. Gehört uns! Er gehört uns! Geil! Folgst du mir auch? Folg mir bitte! Och, ey, hier!
Och man, ich dachte, der folgt uns. Das wäre ja noch geil gewesen. Oh, wir haben Loks. Wir haben einen verdammten Loks. Ja, komm, ich kann dich jetzt auch so kaputt machen. Läuft bei uns. Läuft bei uns, läuft bei uns. Ganz kurz Kiste. Dat nehmen wir mit, dat nehmen wir mit, dat nehmen wir mit, dat, dat, dat. Boah, geil! Aber warum folgt er mir nicht? Das ist scheiße. Komm. Hier lang. Put, 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 komm. Also bei den Hunden und Schweinen funktioniert das doch auch. Warum nicht bei dem? Habe ich Holz dabei? Nee. Natürlich nicht. Nein, bleib stehen! Hehehe, hab dich gefangen! Mein Schatzeli! Nein, du backst dich da bitte nicht raus! Ich will jetzt auch nicht, dass du Schaden kriegst dadurch. Och Mensch, warum folgst du ihm nicht? Das ist scheiße. Komm. Dann bleibst du halt da. So, wir haben einen Loks getamed in dieser Folge. Das war echt mal ein Erfolgserlebnis, auch wenn wir die roten Herzchen leider durchs Bauen nicht mitbekommen haben. Ja. Gut. Dann lassen wir den jetzt dort einfach mal rumdaddeln. Und
In der Zwischenzeit werde ich nach Hause gehen, mein Inventar ausleeren. Und wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gern einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.